So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon oder Pocket Monsters Green. Ich muss mich immer dran gewöhnen, es ist ja ein japanisches Spiel. Und ja, wir versuchen es diesmal ohne jegwedliches Kabel. Dann wird das Ganze auch sicherlich entspannter für mich. So. Oder entspannter eher gesagt. So, wir haben im letzten Part ordentlich Items eingesammelt und abgelegt. So gehört sich das. Der Lukas ist stabil und es geht weiter. So, jetzt erst einmal schauen, dass wir den Schutz wieder aktivieren. Weil ich möchte nicht gestört werden von irgendwelchen kleinen Biestern. Was war jetzt ja eigentlich nochmal Schutz? Das ist es nicht. Ich kann das doch alles nicht lesen. Ja, genau. Das war es dann wohl. Ja, bin mal gespannt, ob ich tatsächlich mich noch dazu entschließe, mal Pokémon Smaragd auf Japanisch mit euch zu spielen. Weil da habe ich dann wenigstens kleine Bildchen und das mag ich. Ich mag Bildchen, ich mag visuellen Content. Ja, wir laufen hier so ein bisschen durch. Es ist nicht sonderlich spannend bisher, aber das kommt ja noch. Hoffe ich doch zumindest. Kann sein, dass vielleicht heute mal wieder das Bild etwas zu... Ja, ich sehe es gerade. Muss mal ein bisschen umstellen. So. So ist es dann doch besser. Seht ihr auch schön diese Treppenstufe da unten? Oder die Treppenstufe hin. So. Lebt damit. Arrangiert euch. Also diese Musik ist wirklich blöder, hätte man es nicht machen können, wenn ihr mich fragt. So, da ist ein Item da, kommen wir noch nicht dran. Ja, ich glaube, ich habe mich mal wieder ein bisschen verlaufen. Wie sieht's aus mit der Schrittanzahl? Ja, gut. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Gott sei Dank. So, haben wir hier irgendwo ein Haus? Oder ein Item? Ich fürchte leider nicht, deswegen geht's da weiter nach unten. Das ist ziemlich unspektakulär, aber ich will hier keine Pokémon fangen. Ich meine, man könnte echt coole Pokémon fangen. Aber mein Interesse ist da sehr gering. Tut mir leid. Gibt da sicherlich manche Leute, die sich da voll reinsteigern, aber für mich ist es einfach nichts. So, was haben wir hier? Irgendwas. Es kann auch gut sein, dass es hier ein Sonderbonbon gibt. So, was auch immer das ist. Also man kriegt ja, glaube ich, in dieser Stadt gleich zwei VMs. Das finde ich sehr wichtig. So. Da gibt es nichts. Okay, interessant. Ah ne, das habe ich wahrscheinlich verwechselt mit irgendeinem Haus. Ich glaube, wir müssen leider Gottes nochmal rein. Ja. Ich glaube, wir dürfen dann nochmal rein. Aber zuvor müssten wir jetzt eigentlich zumindest mal Stärke bekommen. Das würde ich sehr begrüßen sogar. So. Aber ich hoffe, wir haben diese Goldzähne schon eingesammelt. So, das dürfte jenes Haus der Begierde sein. Ich meine, hier kriegt man doch sogar noch eine bessere Angel. Kann das sein? So gut weiß ich es auch wieder nicht.
Okay, haben scheinbar doch noch nicht eingesammelt. Ja gut, dann legen wir einfach nochmal die Items ab. Kann ja nicht schaden. Ja, das tut mir jetzt leid, dass ich das etwas in die Länge ziehe, aber es kommt eh sehr viel Leerlauf. Ich glaube, die nächsten Parts, also die nächsten 6 Parts kommen nicht zum nächsten Orden. Das sage ich euch ganz ehrlich. Wir werden da wahrscheinlich mit der Silph-Co anfangen oder weit in der Silph-Co kommen, aber ansonsten, ja, gibt es erstmal lange Zeit nichts. Das mich nach wie vor unfassbar nervt, dass man hier nur 20 Items aufnehmen kann. Ich meine, allein, wenn man das nur um 10 Items erhöht hätte, dann wäre der Druck gar nicht so groß. So. Wie sieht das hier aus? Das sind diese Items, die wir eingesammelt haben. Die kein Mensch braucht. Ja, und brauchen wir es eigentlich auch nicht mehr. Und der Rest ist halt alles noch, ja, im Einsatz. Das hier dürfte, glaube ich, Schutz sein. Ich glaube, wir sollten mal wieder überlegen, Schutz zu kaufen. What white denn ich? So, was haben wir? Haben wir überhaupt einen Laden irgendwo? Aber ich glaube, das war so die Stadt, wo man erst in den Laden reinkommt, wenn man Zerschneider einsetzt, kann es sein? Meine Güte, wir sind doch schon hier gewesen, also. Ich kann das doch nicht wieder komplett vergessen haben, also das ist doch. Das ist doch Nonsens. Ja. Ich verstehe nicht, warum man den Shop so weit entfernt vom Pokémon Center platziert. Das ist auch für mich ein Rätsel. Ich weiß jetzt leider Gottes nicht, was unter Schutz, was die Beschriftung für Schutz nochmal ist. Kann mir das bitte jemand sagen? Das ist, Angelhaken und Strich. Angelhaken und Strich, ja genau, oder? Das soll es doch sein. Ich habe noch 10 Stück, aber das ist schon verdammt teuer. Das ist wahrscheinlich hier die Weiterentwicklung von dem Ganzen. Wahrscheinlich ist es jetzt hier sogar der Superschutz. Gut und schlecht zugleich, das heißt, wir haben wieder mal einen Platz weniger in der Tasche. Das ist nicht nur zu begrüßen, Leute, okay? Also. Versuchen wir es nochmal. Ich werde übrigens wegen dieses einen Items nicht nochmal zurückkehren. Dann also insgesamt ein drittes Mal und mir gefällt es gar nicht, wie das sich hier wieder verschiebt. So, jetzt. Jetzt habt ihr wieder das große Ganze. So, dum 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 dum. Ja, eine Musik, die überhaupt nicht süchtig macht. Die macht gar nichts mit mir, die Musik. Also dieses nach wie vor nicht gut gelöst, hier diese Entwicklungsmusik zu nutzen. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, warum man das so auf Schritte begrenzt. Da, das Spiel, das hat quasi keine Zeitangabe. Ja, vergesst also, ich kann euch mal erklären, wie es hier in der Safari-Zone abläuft. Ihr habt 30 Bälle und beschränkt Zeit. Und in dieser Zeit könnt ihr Pokémon fangen. Das sind teilweise echt gute Pokémon, mit der ihr durchaus euer Repertoire erweitern könnt. Es gibt manche Pokémon, die leben nur hier, die kommen dann allerdings auch recht selten vor. Ihr wisst's, weil ihr ja clevere Leute seid. Dun, 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 dun. Ja, es ist die große Leere. Nicht mehr, aber auch nicht weniger als die große, weite Leere. Ja.
So, wie viele Schritte haben wir eigentlich noch? Auch nicht mehr 200. Hm, das ist gar nicht mal so gut. Da hinten haben wir noch Items. Wie kommt man die Items ran? Ich glaube, wir dürfen noch ein viertes Mal hier rein. Und das macht mich nicht gerade glücklich. Das sage ich euch gleich. Ich glaube, wir müssen da durch. Ja. So, was haben wir hier? TM40, interessant. Und noch irgendwas? Ach. Definitiv kein schlechtes Pokémon. Aber fangen will ich das Shit zwingend nicht. So, machen wir hier mal den alten Trank. Den alten Schutz komplett weg. Ansonsten steht doch noch ein großes Nichts und ja, da wäre es sicherlich lang gegangen. Ja, wir dürfen noch mal ein viertes Mal rein und ich hoffe, dieses Mal klappt's. Ja, man muss aber auch immer wieder dazulernen, wie man denn da entlang gehen möchte. Ja. Eigentlich fast schon Oxymoron, dass wir hier Schutz einsetzen. Im Areal, das eigentlich nur dazu da sein sollte, Pokémon zu fangen. Aber das ist ja nicht nur der Fall. Das ist ja alles etwas dumm. Und ich hasse dieses Spiel dafür, dass es manchmal nicht intelligent ist. Das ist alles so monoton, so monoton. Aber jetzt glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. So, jetzt haben wir einmal irgendwas und da weiter unten haben wir nichts. Aber hier haben wir noch was und da ist das Haus. Das ist aber wirklich das richtige Haus. So, das ganze Stand, das wir bisher hier geschafft haben. Gib uns einfach nur das, was ich will. 03. Jawohl. Und dann kommen wir hier wieder raus. Nach einer gewissen Zeit. Das sind sogar noch 119 Schritte. Also ich weiß nicht, wie groß dieses Areal letztlich ist, aber ich bin froh, dass wir in diesem Part es geschafft haben, doch noch an das Item ranzukommen. Und ich glaube, nach über 25 Minuten Safari-Zone reicht es aber auch mal. Und vor allem diese Musik ist so furchtbar. Ganz ehrlich. Shame on this music! Also wir könnten es eigentlich, glaube ich, irgendwie per Knopfdruck beenden. Ne, kann sogar in der Safari-Zone abspeichern. Ist es nicht toll?
Schmeißt mich doch einfach nur noch raus hier. Danke. So, und ja, damit bin ich den Part, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unschärfe, denkt daran, Freundschaft ist mein...